Oh wee ho, say oh wee ho, then step this way, step that way, then step this way, step that way. What's up, Lil G Family? Woohoo! Heute ist Game Day. Niners Chemnitz spielen gegen Braunschweig, gegen die Löwen. Eventuell ist Dennis Schröder in der Halle. Das Spiel geht in einer halben Stunde los. Bitte, bitte, bitte redet mit mir. Ich hoffe einfach nur, dass ich den treffe heute. Alle, die Dennis Schröder nicht kennen, einfach mal abchecken, was soll der Scheiß. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fangirl, aber Dennis ist definitiv ein großes Vorbild für mich. Der macht Business, ist super erfolgreich dabei, spielt in der NBA, Basketballspieler, wurde Weltmeister letztes Jahr mit der Nationalmannschaft. Hat einen Deal mit Puma, hat jetzt seinen eigenen Schuh rausgebracht oder bringt ihn noch raus. Macht auch YouTube, by the way. Macht extrem viel Business und das Beste dabei ist einfach, dass er das alles mit seiner Family macht und sich was mit seiner Family aufbaut. Das macht ihn zu einem sehr großen Vorbild von mir und ich hoffe einfach, dass ich Glück habe und ihn heute in der Halle sehen kann. Was müsst ihr noch wissen? Heute ist ein reguläres Basketballspiel. Die Braunschweiger Löwen, die spielen um die Play-Ins. Chemnitz hat schon Playoff-Platz sicher, die spielen um eine gute Startposition in den Playoffs, dass sie Heimrecht haben. Heute bin ich zum ersten Mal alleine bei einem Basketballspiel, weil mich meine Family alleine gelassen hat. Aber egal, das Spiel wird mit Sicherheit sauspannend. Ich freue mich an dieser Stelle nochmal Credits an Brandon, B-Money. Ihr kennt ihn aus meinem letzten Video. Der hat mir die Tickets besorgt. Ich mag beide Mannschaften. Wir werden sehen, wer gewinnt heute. Ich freue mich. Let's go! Psst. I see dead people. Hey, monster on the beat, ho, Debo, any rap, nigga, he a free throw, man down, call an Amber Lambs, tell him breathe, bro, Nella nigga, to the cross, he walk around like Tizo, what's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton, the industry can hate me, fuck them all and they mama, how many ops you really got, I mean it's too many options, I'm finna pass on this body, I'm John Stockton, beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pole on him, extort shit, bully the floor on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wow, 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 wow. That fuck him up. Wow, 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 wow. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord, and it's probably A minor. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl, bird niggas and bird bitches? Ganz schöne Kante hier. Aber wir haben einen Parkplatz, in 10 Minuten geht's Spiel los. Los geht's, whoopi! Ich sehe einfach wieder unfassbar gut aus. Das war nur ein Spaß. Nee, doch, ich sehe gut aus. Ich sag's euch, wie es ist. Meine Anxiety ist kurz davor, wieder richtig reinzukicken, weil ich alleine jetzt zum Spiel gehe und da übelst vielen Leuten bin. Die Messe ist safe voll. Ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen. 4, 5, 6.000? Ich glaube, so um die 5.000. Und ich laufe hier auch noch mit meiner Kamera rum. Das heißt, mich klotzen sowieso alle an. Und ein bisschen filmen will ich ja auch noch. Naja. It is what it is. See you inside. Dankeschön. Hallo. Richter. Scheiße, die laufen alle schon ein. Thank you.
Let's go, Georgie! Let's get it! Time, shootout! Let's go! Let's get it, Kevin, Fred! Dennis Schröder ist gerade in die Halle gekommen. Ach du Scheiße! Die ist heute nicht da, oder? Nee, nee. Okay, sag ihr liebe Grüße. Ja. Ich schaue deine YouTube-Videos. Ehrlich, ja. Und falls du 2 Minuten noch Zeit hast, habe ich noch 3 Fragen an dich. Ich drehe gerade einen Vlog, hinter dir ist die Kamera. Hat das deine Kamera? Kevin hat deine Puma-Schuhe schon. Gibt es die auch schon in der 37,5? Also die kommen bald, die kommen am 14. Juni raus. Ja. Wir haben am 4. Juni haben wir ein Special Event in Berlin. Geil. Wo wir Early Access machen. Die Special Guests auch, Sydney ist da, ein paar andere Jungs. Und, aber er hat die schon bekommen, weil er immer supportet. Und gibt es die auch in der Größe 37,5 oder ja nicht? Ja, na, wenn ich habe kleine Füße, ich ja. Ich glaube, es fängt ab 37 oder 38. Easy, das ist stark. Okay, danke, danke. Du machst unfassbar viel Business, YouTube, NBA-Spieler, letztes Jahr Weltmeister geworden. Hast du irgendeinen Tipp für mich und für die Leute da draußen, wie man einfach die Träume auch erreicht? Immer hart arbeiten. Also alles, was du machst, harte Arbeit, zahlst du dir mal aus. Viel Networking, so wie du gerade gemacht hast, du bist einfach auf dich zugekommen und hast nach Hilfe geboten. Und ja. Ich glaube, wenn du so Menschen kennenlernst wie wir, wie meine Familie, und die dir dann helfen wollen, dann hast du Glück und dann geht es halt mal direkt nach oben. Und das wäre mein größtes Advice. Eine Frage noch: Team Kendrick oder Team Drake? Oh, ich glaube schon Team Kendrick jetzt. Ja? Ich war immer für Drake, aber Kendrick gerade. Ich auch. Certified lover boys, certified pedophiles. Wow, 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 wow. That fuck 'em up. Freeze. Danke. James comes up with his 4th assist. And 1.4 to go. Stare down by Schröder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Dennis. Oh, ach du Scheiße, und danke. Wow. Das hat sogar hingegangen. Kennt ihr nicht? Nein. Ist einfach hingegangen. Ja. Was hast du gesagt? Nee, ich habe ihm 3 Fragen gestellt. Ich film hier noch. Ich bin einfach hin und habe gesagt. Ja, ich habe gesagt, es tut mir leid, ich will nicht aufdringlich sein, aber ich bin ein großer Fan, kann ich ein paar Fragen stellen? Okay, verstehe. Wie
Free Money. Am Freitag kommt der Vlog raus. Ja? Ja. Wie Uhr? 18 Uhr immer. Danke. Danke für die Tickets. Ich hab noch das Foto für A hier. Ja, kommt er wieder? Nee? Der ist zu pissig. Aber starkes Spiel. Da ist er doch. A hier. Oh, wow. For the Euro Cup. Congrats. Ich komme da noch nicht drauf klar. Hi. Heftig. Ja, aber du musst auch networken und einfach mal hingehen und nicht trauen. Hello, Joel. Ich hab auch ein bisschen mit YouTube angefangen. Ich schau mir immer eure Vlogs an. Sehr, sehr gerne. YouTube ist lilg.111. Danke, dass du das noch hast. Jetzt hast du ein Abo mehr. Ja? Nee, aber finde ich richtig nice, dass ihr macht. Dankeschön. Wir wollten heute eigentlich nach Madrid fliegen, da war spontan nach Madrid gewesen. Ich habe gehofft, dass ihr kommt. Ja, wir haben keinen Flug mehr gefunden. Ja, Gott sei Dank. Nee, ich hab's so auch gesehen. Hey, okay. Und das ist ein Vlog rein? Ja. Okay. Ja, logisch. Dann eine kurze Einschätzung zum Spiel heute. What are those? Die sind nice. Gut gekämpft, ein wichtiger Sieg. Ja. Ich muss ganz kurz durchatmen. Ich hasse es eigentlich, so ein Fangirl zu sein, aber Alter, ich habe Dennis Schröder getroffen. Übel nett. Richtig solide, sehr, sehr sympathisch. Fahrradfahrer. Toni! Hallo! Das war mein früherer Klassenlehrer, oh mein Gott. Ich habe Dennis gefragt, wann sein Schuh rauskommt. Er hat gemeint, Anfang Juni. Da wird dann sein Schuh gedroppt. Ich habe ihn gefragt, ob es den in meiner Größe gibt, 37,5. Er hat gemeint, er denkt, dass der Schuh ab Größe 37 rauskommt. Das wäre natürlich nice, weil dann würde ich mir natürlich den Schuh holen und Dennis supporten. Der Schuh sieht nämlich übelst nice aus. Puma PE mit Dennis. Was habe ich ihn noch gefragt? Ach so, Team Kendrick oder Team Drake. Er musste ein bisschen überlegen, hat gesagt, tough one, that's tough. Aber mittlerweile Team Kendrick, da bin ich voll bei ihm, wie man am Anfang gesehen hat, bei meiner Autoparty. Joel auch, super cool. Mal gucken, ob der mir jetzt auf YouTube folgt. Joel, ne? Wenn nicht, ich finde dich. Also vielen, vielen Dank an Dennis, sein Bruder, Joel, die ganze Family. Ich habe mich übelst gefreut. Das war's mit dem Vlog heute. Danke fürs Einschalten. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Es gibt noch eine Sache, die ihr erledigen müsst. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, liken, kommentieren, abonnieren. Und wenn nicht, dann finde ich euch. Ich muss noch mal kurz eine Sache zeigen. Ich habe ein Foto mit Dennis Schröder gemacht und Freeze gezeigt. Naja, das war's Game heute. Schöne Game Night. Chemnitz hat gewonnen. Richtig geiles Spiel gewesen, wie erwartet. Braunschweig auch übel stark gespielt, aber es hat nicht gereicht. Chemnitz ist einfach diese Season too strong. Dennis Schröder getroffen. Ja, und ansonsten, keep it simple. Habe ich noch nie gesagt, aber egal. Lil G Family, let's get it. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas would get a wedgie, be flipped over your boxes, or over your foe. The other rational option, pussy. Me, I'ma get them dropped, ayy. Sweet chin music, and I won past the ox, ayy. How many stocks do I really have in stock, ayy? 1, 2, 3, 4, 5 plus 5, ayy. Devil is a lie, he a 69 god, ayy. Freaky ass niggas need to stay their ass inside, ayy. Roll their ass up like a fresh pack of Zyme, ayy. City is back up, it's a must, we outside, ayy. They not like us. 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 Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Let me hear you say, oh, we ho. Say, oh, we ho. Then step this way. Step that way. Then step this way. Step that way.